Hallo liebe Gartenfreunde, hier ist euer Heiko, der mit dem schwarzen Daumen. Im heutigen Video geht es ein bisschen um die Selbstversorgung. Ja, wo fängt Selbstversorgung an, wo hört sie auf? Anfangen tut die Selbstversorgung schon mit einem kleinen Topf mit Kräutern. Ja, wenn du dir einen Topf kaufst mit der Minze und kannst dir deinen eigenen Pfefferminztee machen. Also das ist in meinen Augen schon Selbstversorgung. Und je nachdem, was du bezwecken möchtest, organisierst du dich halt anders. Wir haben uns nicht nur einen Kräutertopf gekauft, sondern gleich einen ganzen Bauernhof. Also getreu dem Motto, warum eine ganze Kuh kaufen, wenn man nur ein Kännchen Milch für den Kaffee braucht? Ja, ist das alles eine Ansichtssache. Wie stolz einen das macht, ja, weil es eben nichts Alltägliches, sondern was ganz Besonderes ist. Und natürlich kaufen wir auch weiterhin Tee zu, auch Beuteltee. Man möchte ja auch mal andere Geschmacksrichtungen haben, Früchtetee. Und man will sich ja nicht von vornherein festlegen. Sobald ich sage, ich bin ein Selbstversorger, dann muss es sich irgendwo auch rechnen. Und da kann es durchaus sein, dass es sich gerade nicht rechnet, den Tee anzubauen. Oder wie man es häufig hört, die Kartoffeln. Ja, warum baust du Kartoffeln an? Die kriegst du doch so günstig gekauft, so günstig kannst du die gar nicht anbauen. Also auch da hinterfrage ich immer wieder, bin ich tatsächlich ein Selbstversorger? Ja, und da möchte ich mich echt nicht festlegen. Und wenn ich alles nur vom Preis betrachten würde, wie soll ich dann die Freude an diesem tollen Tee beispielsweise berechnen? Und ja, also das muss einfach sich für mich gut anfühlen. Das ist zum Beispiel auch die Freude, keine Verpackung zu produzieren, sondern alles direkt zu verwerten. Und um diesen komplexen Gedanken aus dem Weg zu gehen, nenne ich mich lieber Selbstverwirklicher als Selbstversorger. Und das ist so toll, wenn man einfach in den Garten gehen kann, Gemüse ernten, frisch, so wie man es braucht. Und ja, das sind hier nur kleine Flächen und kleine Mengen. Aber man sieht, dass es geht. Und wenn man dann mehr möchte, dann kann man das auch intensiver betreiben. Toll, auch der Rosenkohl ist wieder nachgewachsen. Und auch Wirsing gibt es noch oder schon zu ernten. Und das sind alles Lebensmittel, die müssen nicht durch die Gegend gekarrt werden. Da müssen keine Ressourcen verschwendet werden. Da muss kein Verpackungsmüll produziert werden. Und die werden nicht irgendwie weggeschmissen, bloß weil ja zu viel im Lager noch lag. Und selbst hier ist alles im Kreislauf. Die Blätter, die werden gleich wieder zu Nährstoffen, zu neuen Wirsing oder Rosenkohl. Wir ernähren uns regional und saisonal und da gehört auch Fleisch mit auf den Speiseplan. Ihr habt euch sicher schon gefragt, wo Zilli und Billy sind. Auch die sind in den Kreislauf mit rein. Die sind schon in die Gefriertruhe umgezogen oder schon zu Wurst verarbeitet. Ja, und das gehört eben auch mit dazu, zu den Überlegungen. Wenn wir gesehen haben, wie viel Kartoffeln, wie viel Getreide wir herangekarrt haben, um die Schweine zu füttern, also außerhalb von diesem Kreislauf. Und da ist so ein Huhn, natürlich viel kleiner, liefert nicht ganz so viel, aber zwischendurch immer wieder Eier. Und wenn man dann mal Fleisch möchte, dann schlachtet man ein Hahn oder ein Huhn. Das gibt wunderschönes Frikassee. Dann noch eine Hühnernudelsuppe und auch vielleicht noch ein paar Gläser Brühe, die man dann einkochen kann, um dann schnell mal wieder eine Suppe zu kochen, so wie heute zum Beispiel. Also auch da überlegen wir immer wieder neu, welches der richtige Weg für uns ist. Herrlich.
Und richtig toll ist es, wenn man dann auch auf dem eigenen Herd kochen kann, also den mit Holz befeuerten Herd. Das ist natürlich wieder ein bisschen umständlicher, da die richtige Temperatur hinzubekommen und natürlich auch für Holz zu sorgen. Aber das macht die Sache dann richtig perfekt. Zieh mich raus, sonst verbrenne ich. Hier ist noch das Brot drin. Ah, gleich die Wärme noch mitgenutzt, ein Brot zu backen. In dem Fall nicht von unserem eigenen Getreide, aber von Vollkornmehl. Und wenn dann das eigene Getreide gewachsen ist, dann schon vorbereitet zu sein und auch das eigene Brot backen zu können. Das heißt, ich habe sogar schon mit der eigenen Gerste anteilig ein Brot gebacken, noch andere Mehlsorten dann mit dazu. Auch das hervorragend. Wenn du dir das Brot anschaust, eine wunderschöne Kruste, anders als die blassen Bäckerbrote. Und natürlich haben wir auch einen modernen Elektroherd mit Backofen und der wird tatsächlich auch meistens genutzt. Aber das Tolle ist, der Küchenofen, der sorgt auch im Winter für tolle Wärme, beheizt nicht nur die Küche, sondern wassergeführt, die Rohre befüllen den Tank im Keller und eine Pumpe fördert das dann in die zweite Etage und da werden dann die Räume über normale Heizkörper mitbeheizt. Ja, und an der Stelle wird auch ganz deutlich, Selbstversorgung, das ist nicht nur Anbau von Pfefferminztee oder Gemüse. Selbstversorgung ist auch Anbau von Energie, von Holz und damit dann auch zu heizen. Und das ist tatsächlich so, dass wir das Holz auch außerhalb von unserem Grundstück holen und auch von der Zeit gar nicht schaffen. Wir lassen uns im Moment Holz anliefern und können nur einen Teil von dem selbst gefällten Holz hier von unserem Grundstück, nur einen kleinen Bruchteil davon selbst decken. Und wie bei allen Sachen im Leben, habe ich mir gar nicht vorstellen können, wie viel Energie so ein Haus überhaupt verbraucht. Wie viel Energie ist notwendig, um so ein Haus zu heizen, warm duschen zu können. Und das merkt man erstmal, wenn man es tatsächlich ja, selbst macht. Ja, und wenn du dann auch selbst erlebst, wie viel Holz verbraucht wird, wie schnell das wieder weg ist. Und du auch in der Kälte, im Dunkeln, spätabends oder frühmorgens dann raus musst. Holz holen, Ofen heizen. Spätestens dann ist Schluss mit der reinen Idylle und man fragt sich wirklich, ja, war es das, was du wolltest? Ja, Unabhängigkeit sieht dann anders aus. Natürlich kann man noch an den Stellschrauben drehen. Wir haben schon die Solarthermie auf dem Dach. Da könnte noch mehr dazu kommen. Auf alle Fälle Photovoltaik wollte ich auch noch dazu haben. Vielleicht einen kleinen Batteriespeicher, um noch ein bisschen selbstständiger zu sein. Ja, und wir gehen auch alle ganztags arbeiten, um nicht so viel manuelle Arbeit zu haben. Ja, und die Frage ist auch, wie lange kann man das, wenn man dann noch älter ist? Also bei aller Idylle, die das Selbstverwirklicherleben hat, auch alles immer wieder neu zu hinterfragen und dann seinen eigenen Weg zu gehen. Der Wirsing muss noch mit rein. Noch ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer dazu. Und das Brot ist auch schon abgekühlt. Mh.
Nur mal kosten. Lecker, einfach köstlich. So schön locker und fluffig. Ein Traum. Herrlich. Eine richtig gehaltvolle Selbstverwirklicher-Suppe. Da ein leckeres Brot dazu. Herrlich. Und das ist natürlich viel, viel Arbeit, aber wenn am Ende des Tages die Freude übersteigt, dann hast du alles richtig gemacht. Also in diesem Sinne, viel Spaß in deinem Selbstverwirklicherleben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Außer ein bisschen Wasser, Salz und Pfeffer, alles selbst hergestellt. Toll.